Eingang. So, die Kaffeemaschine ist noch an. Aber Solar haben wir 119 Watt schon mal. Guck mal, das ist ein Autist. Da weiß genau, was er machen muss hier. Was mein Freund Dennis noch nicht weiß. Ja. Für jede Wurst gibt es einen Krabber. Ach du Heimatland. Ich hab Spezialwürste geholt. So, wir warten mal auf die Zwickauer, dass die endlich eintrudeln. Wir stehen jetzt hier in der Nähe von Görlitz und heute kommt endlich der Ronny zu uns. Der Glühwein steht schon kalt. Ach so, nee, da muss ja warm. Tommy geht bestimmt gleich ins Bett. Und es ist Bombenwetter. 7 Grad. Ah ne, Tommy macht Abendbrot. Tolles Wetter. Ja, den Fehler haben wir das erste Mal auch gemacht. Sind unsere Gäste erstmal an uns vorbeigefahren. Aber die kommen gleich wieder. Und da sind sie wieder. Und wieder retour. So, können wir Glühwein warm machen. Fein.
Such. So, drei Stunden so später. Mama mia. Hat schon. Das war schnell. Na, na. Na, gib. Jetzt du darfst. Sag okay. Na? Okay. Ja. Okay. Na? Ist. So, ist fein, Kalle. Prima. Hey. Schau. Okay. Ja, nimm's. Oh, herrlich. Wir haben ja einmal mal gelernt, das soll von Fremden nicht essen. Ja. Guten Morgen, Freunde. 6.30 Uhr. Die Zwickauer, die brauchen eine Heizung hier drüben, die frieren. Wir haben auf den heutigen Campingplatz haben wir ein paar ganz komische Vögel kennengelernt. Und einen Hund dazu noch. Eieieiei. Mama mia, wo kommt die bloß her? Und da sind wir für den Stellplatz für heute Nacht. Ich glaube, wir werden sogar noch grillen heute. Und guckt euch dieses Wetter an. Ein Traum. Was sagt Kalle dazu? Und? Schön. Cool, hä? Ey, guck mal hier durch. Leider sind wir nicht ganz alleine, aber das macht ja nichts. Ne? Ein sogenanntes Hundebett. Ja, aber ist so blöd aufgebaut, dass meine Frau gekauft, ja. dass das jedes Mal ein Abenteuer ist, dass sie irgendwo hinkriegen. Ja, hier die Paparazzis aus Zwickau, die machen hier gleich mal Videos und Filme. Kalle, was sagst denn du? Typische Tourist. Ja. Die Sachsen. Oh, ich muss noch meine Tennissocken. Ein Wetter. Tennissocken. Schöne Tennissocken rausholen. Guck mal, ist das nicht herrlich. Kalle? Kalle, gib mir mal dein schönstes Lächeln. Ja. Nicht Fitzi? Kalle, na was ist denn? Gib mal einen Kussi. Kussi, Kussi. Kalle, Kuss? Na eben nicht. Kalle will nicht küssen jetzt. Nee. Guckt, oh, so ein Ausblick. Also Dennis, Arbeitsklamotten habe ich nicht. Ja, kannst du gleich mal meine Reifen wechseln. Du baust deine bei mir drauf und du kannst mal ein Jahr testen. Was macht meine Bande? Ah, Schnitzel. Ja. Vielleicht. So, da kann sich der Ronny jetzt mal nächste Woche selber im Video erkennen. Kann er mit Kalle kann er angucken hier. Kalle, kannst du dich selber bewundern nächste Woche. Ne? Bei Blase, ja. Was sind wir hier? Nein, wir bleiben doch jetzt hier. Ja, genau. Das willst du nicht, ne? Jäger! Das ist ein bisschen wie Frühling, ne? Ja,
Jacke, Jacke. Jacke. Das ist ein geiles Bild hier. Die eine mit dem Hund, die andere mit dem Kind. Ja. Jeder hat seine Aufgabe. Ja. Wer ist besser erzogen? Wer kann mehr? Na gut, Kalle hat schon mal keine Pampers, ne? Nee. Heute bis zum 15. Ja, während die Mädels draußen sind, müssen die Männer die Hauswirtschaft machen, ja? Ja, die Bude putzen, ja, aufräumen, Kaffee kochen, aufräumen, Wäsche waschen. Volle Programm. Ja, und die Mädels setzen sich ins gemachte Nest. Ja. So, Freunde, heutiges Experiment, die Februarsonne. Wie viel springt jetzt hier raus? Wir haben jetzt hier 160 Watt. Ronny, ne? 160? Ja. Wir nehmen mit 160. Ja, haben jetzt. Wie spät haben wir es denn? Warte. 10.46 Uhr und es kommt gut Sonne heute hier raus. Was haben wir für einen Ertrag? Wir haben hier extra Experten aus Zwickau einfliegen lassen. Ne? Die Fachkraft. Ja. Wir brauchen Sturm. Er kommt extra in Sandalen. Ja. Mit Sonne. In der Hoffnung, dass wir jetzt ordentlich Ertrag haben. Jawohl, sonst gibt es keinen Glühwein heute Abend. Nee. Stecken wir den Spaß mal zusammen. Zack, zack. Ohne Strom nichts los. Wir haben so viel Kabel, wir könnten das auch unten auf den Strand legen. Das Experiment endet jetzt hier. Weißt du warum? Nee. Mein Freund? Kabel. Ich muss jetzt unten an der Ecke so umstecken, weil ich Zigarettenanzünder kann. Ach du. Ja. Eingang. So, die Kaffeemaschine ist noch an. Aber Solar haben wir 119 Watt schon mal. 119? Ach da, stimmt. Ich habe jetzt hier beim Eingang geguckt, aber du hast ja noch. Ja. Wo kommen die anderen her? Der tauscht hier quasi. Achso, der tauscht gerade aus. Der tauscht aus mit dem Zusatzakku. Ey, überleg mal, 119 Watt jetzt über Solar im Februar. Ja. Ey, da. Und wenn ich mich da vorstellen würde, würde das Ding noch heißer werden, logisch. Ne? Oder wir, Lux. Ganz klar. Also Freunde, absoluter Wahnsinn im Februar. Also ein paar Stunden so eine Sonne reicht aus, über den Tag zu stehen, kein Ding. 10.48 Uhr. Ne? Und fahren wir hoch. Da können wir gleich erstmal Kaffee kochen, weil Strom haben wir ja massig. Perfekto! Also die nehmen wir mit Sicherheit auch. Kann ich nur empfehlen. Hat schon eine neue,
Nee, die Hundeleine hat er in der Hand. Kalle, such! Hoppe, hoppe, hoppe! Hoppe, hoppe! Hier haben wir doch schon mal die erste Infotafel. Förderzeitraum 46 bis 97. Mal sehen, wo sie zusammen hingehen. Ja. Alter, lass den Tommy mal los. Ja. Denkst du? Oh. Na, guckt euch das an. Macht's gut. Gibt's das? Was? Oh, herrlich. Da kann er. Kalle, du bist ein Geschenk für den Tommy hier. Das ist ja. Das gibt's nicht. Guck mal, das ist ein Autist. Der weiß genau, was er machen muss hier. Jetzt wartet er auf den Hund. Ey, als wäre es ein ganz normales Kind. Guck mal. Tommy, ruf mal Kalle. Kalle. Ruf Kalle. Normalerweise braucht der Tommy auch eine Leine. Guck mal, jetzt braucht er nicht. Nein, ich meine, er muss festgehalten werden. Ey, lass uns das doch morgen früh so machen, dass wir die beiden eine Runde um den See schicken. Dann sind die schon mal ausgepowert. Ui. Zack. So, das Wetter könnte jetzt einfach mal so bleiben. Da bleiben wir noch eine Woche, ne? Ja, auf jeden Fall. Andere Seite. Ja, für uns geht es jetzt erstmal wieder zurück. Tommy und Anna, die sind leider etwas nass um die Füße. Kann man nicht ändern. Aber wir ziehen uns erstmal um und die anderen gehen noch mit dem Hund. Und hier oben auf dem Hang, auf der linken Seite, da seht ihr den Wohnmobilstellplatz. Und das größte Auto sind wir. Nehmen wir uns Spaß.
Hallo. Hallo. Gib Dana einen Kussi. Ne, Kussi? Nein, kein Kussi. Hallo. 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 Gleiche. Danke. Herrlich, oder? Na, hervorragend. Ja. Ihr habt den schönen Sonnenschein verpasst heute. Ah. Die warten alle auf Sommer beim Grillen. Das geht doch im Februar genauso gut. Riesengrill. Ja. Wenn du einen Teller hast, warte mal, ich muss erstmal der Gemeinde hier meinen Kappa präsentieren. Prost! Richtig guter Kappa. Das ist richtig guter Kappa. Gesundheit. Ja. Dome schläft. Ich trinke aus der Flasche, komm. Prost! Prost. Na, ist drauf hier. Baikal. Baikal. Was mein Freund Dennis noch nicht weiß. Ja. Für jede Wurst gibt es einen Krabber. Ach du Heimatland. Ich hab Spezialwürste geholt. Uiuiuiui. Da hast du den ganzen Kasten Krabber mit, oder? Den ganzen Kasten. Den ganzen Kasten. Ja, wir haben hier einen Wohnmobilbesitzer, der richtiger Profi ist im Tischaufbau. Hast du das gesehen? Oh, Axt. Ich verdiene das jetzt so schnell. Can you tell us about that? Of course.